Grüß Gott, mein Name ist Erhard Mott. Ich habe die Vitali Elektrofalträder entwickelt. Heute ist Sonntag, der 18. März 2018. Eigentlich wäre heute in Lauda ein Frühlingsfest. Und wir würden mitgerechnet anfangs, dass viele Leute zur Probefahrt kommen. Aber nein, draußen hat es heute geschneit. Es schneit noch immer mit etwa 10 cm Neuschnee. Also 2 Wochen vor Ostern. Und ich möchte jetzt einfach die Gelegenheit wahrnehmen, Ihnen zu zeigen, wie sich das Vitali im Schnee verhält. Manche denken ja, dass durch den Frontantrieb das Rad durchrutschen würde, man könnte nicht fahren, weit gefehlt. Ich beweise heute denen, die das nicht glauben, also den Ungläubigen, dass das Vitali perfekt ist, auch auf glatter Oberfläche, im Schnee, im Schlamm und so weiter. Wir haben jetzt etwa so 3-4 Grad Kälte und es schneit in einem fort. So, damit ich heute im Allradbetrieb vor durch den Schnee hin über die Klette, werde ich mit auf den Assist-Modus schalten, und zwar auf die Stufe 1 oder 2. Das Vitali fährt dann maximal so 12, 13, 14 Kilometer schnell. Und Sie werden das ja auch sehen, die Traktion ist dann sowohl auf dem Vorderrad als auch auf dem Hinterrad. Wir verwenden ganz normale Reifen, den breiten Marathon Plus Reifen, 47 mm breit. Und dann wollen wir mal gucken, ob es funktioniert. Also, bleiben Sie dabei. Sie haben gesehen, ich bin jetzt sehr locker daneben, gerade das Buckele hochgefahren und fahre jetzt einfach noch ein Stück weiter. Und wie gesagt, im Allradmodus. Ich fahre jetzt auf Assist-Stufe 1 oder 2, gebe kein Gas, dass das Vorderrad nicht durchrutschen kann. Und habe bei mir jetzt in der Nabenschaltung leichte Gänge eingeschaltet, zwischen 1 und 3 oder so, damit die Traktion auch auf dem Hinterrad ist. Also, los geht's. Sie sehen, ich bin jetzt daneben das Berg hier hochgefahren. Weder das Vorderrad noch das Hinterrad sind durchgerutscht. Man könnte jetzt natürlich, wenn es solche Situationen des Öfteren gibt, auch noch grobstolligere Reifen verwenden. Ist jetzt einfach heute mal nicht gemacht worden. So wie es ist, bin ich jetzt daneben hochgefahren. Also wenn das kein Beweis ist, dass es funktioniert, denen kann ich dann auch nicht mehr helfen, die das nicht glauben. Ich fahre jetzt noch ein Stück weiter den Berg hoch, Fabian filmt noch einmal, wie es dann daneben das Buckel und Luft geht, das sind etwa 10%. Also, dann starte ich mal. Ich denke, Sie staunen jetzt genauso wie ich, als ich bin selber überrascht, wie gut es jetzt funktioniert hat. Ich fahre durch den Schnee, über Kletter und. Also, das ist der Beweis, denke ich jetzt einmal. Vitali sind auch im Winter tauglich, im Allradantrieb, bei Schnee, bei Eis. Und jetzt hoffe ich, dass heute doch noch Leute kommen an den Verkaufshof am Sonntag, und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Weil wenn es dann wieder schön ist, dann kommen nämlich viel zu uns. Also, bis bald. Tschüss.